In erster Linie ist Harry Steiner ein Mensch mit Herz und Gefühl, als Künstler ein Multitalent. Sein Repertoire reicht vom Wienerlied über Operette bis hin zur Popularmusik. Im Schwechater Brauhaus präsentierte der Künstler jetzt eine neue CD mit dem Titel Höchst persönlich. Die CD heißt Höchst persönlich. Das heißt, es sind wahrscheinlich Lieder drauf, die aus persönlichen Erkenntnissen, Erlebnissen oder Erfahrungen entstanden sind? Ja, das ist richtig. Ich habe zu meinem 40. Geburtstag vor 2 Jahren eine Eingebung gehabt, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt ein paar Lieder schreiben für Menschen, die mir eigentlich das ganze musikalische Leben begleitet haben. Ne? Und da sind ganz persönliche Geschichten dabei. Es geht da zum Beispiel um die Christina, die seit 20 Jahren im Rollstuhl sitzt. Für die habe ich ein Lied geschrieben. Dann gibt es einen Titel für Freunde von mir, wo das Kind auch mit 18 Jahren tödlich verunglückt ist. Auch für diese Freunde habe ich einen Titel geschrieben. Fürs Transportgewerbe, ich war früher Lkw-Fahrer, Baggerfahrer und bin mit dem Reisebus gefahren, Wien, Sizilien. Und da habe ich gedacht, ich muss auch für meine Freunde, für die ehemaligen Kollegen, auch ein Lied schreiben, weil die ja schweres Los haben als Chauffeure, sind ein bisschen unterbezahlt und haben einen recht verantwortungsvollen Beruf. Und denen habe ich auch ein Lied gewidmet. Und das heute alles, was in Wien Rang und Namen hat, im Transportgewerbe ist heute auch, da macht mich sehr stolz. Ich glaube schon fast, zum Fahren bin ich geboren. Privat trifft die CD wirklich höchstpersönlich den Geschmack, wie die CD auch heißt. Also das ist für seine Freunde, für seine Uraltfreunde und für seine Kumpels gemacht und nur die Lieder ausgewählt worden, die seine Freunde wirklich hören wollen. Und die hat er zunächst einmal solo gehabt und dann mit Arrangement klingt das natürlich anders, das ist sowieso klar. Und also höchstpersönlich trifft den Titel schon, würde ich sagen. Ich weiß genau, weil ich die Dinge ja miterlebt habe und er mir immer wieder erzählt hat, was er gemacht hat. Es ist ja gewachsen, das ist ja nicht von einem Tag am anderen entstanden. Und ich glaube, es sind sehr tiefgehende Lieder zum Teil, die wirklich die Personen, für die sie gedacht sind, wirklich gut charakterisieren und ich freue mich, dass er sowas überhaupt gemacht hat. Für mich ist es wichtig, Menschen zu unterhalten. Weißt du, ich will nicht unbedingt ein sehr bekannter Mensch sein. Ich habe sehr viele Freunde, die Schauspieler sind aus der Kunst- und Kulturwelt. Und es ist auch sehr schwierig, wenn man sehr bekannt ist, ist es die zweite Seite der Medaille, dass man halt nicht mehr so privat sein kann. Ich bin sehr im Geschäft, sehr gut im Geschäft. Und kann meine Freunde unterhalten und bin trotzdem noch auf der Straße ein Privatmann. Und das möchte man eigentlich bis zu meinem Lebensende, solange es der Himmelvater mir gibt, möchte das so halten. Ich möchte nicht ein riesengroßer Star werden, sondern ich möchte mit dem, was ich machen kann, was ich machen darf, mit meiner Stimme, die Menschen unterhalten und mit denen ein bisschen meinen Lebensunterhalt verdienen. Da bin ich schon glücklich und sage danke, lieber Himmelvater. Und im Buch des Lebens Das Lotto, das Bild zwar leer. Für den Oma und den Opa, dürft man nie vergessen, meine Herrschaft.